Über die Zeit kamen für Minecraft Dutzende Mods raus, die probieren, das Game realistischer zu machen. Sei es durch realistische Physik, durch eine größere Vegetation, durch neue Biome, die realen Orten nachempfunden sind, oder auch einfach durch Shader, die das ganze Beleuchtungssystem auf einen aktuelleren Stand bringen. Heute soll es aber nicht um Mods gehen, die Minecraft nur realistischer machen, sondern um solche, die Minecraft zu realistisch machen. Also irgendeinen Teil des Games versuchen zu verbessern oder realer wirken zu lassen, es dabei aber schaffen, es fast schon nervig oder auch ja in so eine Curse-Richtung zu bringen. Ich habe da auf jeden Fall ein paar lustige Mods zu dem Thema gefunden, also ohne viel weiter rumzulabern, hier sind die Mods. Die No Cubes Mod. Es gibt Videos im Internet, da kann die No Cubes Mod auf den ersten Blick schon ganz gut was hermachen. Sie zerstört vollständig die Blockigkeit von Minecraft, was bei manchen Landschaften schon ganz cool aussehen kann. Und die Bäume erinnern mich irgendwie immer an Super Mario 64, was eigentlich auch ein Pluspunkt ist. Zumindest ist die Mod so lange ganz cool, bis man wirklich mal mit ihr eine Weile spielt und dann doch lieber wieder die Blöcke zurückhaben möchte. Realistic Rowing. Mit der verhalten sich Boote Minecraft jetzt so wie richtige Ruderboote. Heißt, ihr sitzt mehr oder weniger falsch rum drin und könnt nicht sehen, wohin ihr gerade fahrt. Ja, also ihr seht schon, das ist hier nicht gerade übersichtlich. Ihr könnt wirklich nicht nach hinten gucken und habt gar keine Ahnung, wo ihr gerade hinfahrt. Wäre natürlich schön, wenn man jetzt wie in einem richtigen Ruderboot so einen Steuermann hätte. Moment. So, ich habe mir jetzt mal ganz kurz Kapitän Schwein ins Boot geholt. Ja, da ist er. Er hat mir gesagt, er hat schon viel Erfahrung auf dem Meer. Kapitän Schwein, haben wir freie Fahrt. Butchercraft. Diese Mod ist nichts für kleine Kinder, denn die probiert das ganze System ums Sammeln von Fleisch in Minecraft wirklich realistisch zu machen. Statt eine Kuh umzuboxen und dann direkt perfekt filetiertes Fleisch zu bekommen, müssen wir die Kuh erstmal mit einem Messer schlachten, dann ihren leblosen Körper erstmal zu seinem Fleischerhaken bringen und sie anhängen und sie danach wirklich Stück für Stück zerlegen, um wirklich alles rauszuholen. Erstmal das Blut, dann das Fell, dann den Kopf und dann die Organe, Knochen und natürlich das Fleisch. Weil das Ganze für Minecraft schon ganz schön detailliert dargestellt ist, fragt man sich nebenbei, ob eine Pilzsuppe nicht auch gereicht hätte. Chainmail Bucket. Ja, also mit dieser Mod können wir einen Chainmail Bucket, also einen Ketteneimer, herstellen. Das ist ein Eimer aus Ketten, kann man sich auf den Kopf setzen und so tun, als wenn es ein Helm wäre. Oder man kann versuchen, den Eimer als Eimer zu benutzen, klappt nur leider nicht so gut, weil er aus Ketten ist. Dadurch landet aufgesammeltes Wasser direkt zwischen unseren Füßen, was, ja, schon realistisch ist, nur leider nicht wirklich nützlich. Dooms It's Still Explosive. Eine kleine Mod, die einfach nur dafür sorgt, dass TNT explodiert, wenn wir es aus unserem Inventar in Feuer oder Lava schmeißen. Macht eigentlich auch Sinn, dass das TNT dann explodiert, aber ja, das kann dann auch schnell mal zum Verhängnis werden, wenn man sein Inventar aufräumen will. Vor allem ist die Explosion auch umso stärker, je größer der weggeschmissene TNT-Stack ist. Niff Spiders, die sorgt dafür, dass Spinnen in Minecraft mal endlich etwas spinniger sind. Sie krabbeln Wände jetzt nämlich nicht mehr so hoch, als wenn sie eine Leiter hochklettern, sondern laufen sie halt richtig hoch. Das macht die Spinnen dann irgendwie einerseits cooler, aber dafür auch irgendwie ekliger. Vor allem, wenn die Viecher dann irgendwo am Haus kleben, kann das bestimmt für den einen oder anderen etwas zu viel Spinne sein. Solid Mobs. Diese Mod sorgt dafür, dass Mobs jetzt einen richtigen festen Körper haben und wir nicht mehr durch sie durchgehen können. Effektiv muss man also mehr auf tiergerechte Haltung achten, was natürlich für manche Farmen nicht ideal ist. Und außerdem sollte man vor allem in Höhlen und kleinen Räumen darauf achten, nicht vor Mobs eingekesselt zu werden. Einfach durch sie durchrennen ist dann nämlich nicht mehr. Birch Allergy. Diese Mod war nicht umsonst mal in einem Teil der Cursed Mod Serie drin. Sie sorgt nämlich dafür, dass wir in Minecraft eine Birkenallergie haben, wodurch wir andauernd rumniesen. Dazu kommt, dass es überhaupt keinen anderen Baum mehr außer Birken gibt, was jetzt nicht wirklich realistisch ist. Aber ich denke, jeder, der eine miese Birkenallergie hat, wird sich bestimmt schon trotzdem mal so gefühlt haben, als wenn es auch in echt so wäre. La Cucaracha, mit der gibt es endlich Kakerlaken in Minecraft. Finden kann man die dann vor allem in Mansions, wo sie anscheinend eine WG mit den Pillagern dort gegründet haben. Eine WG mit Villagern dagegen klappt eher nicht so gut. Die Viecher werden von denen nämlich sehr gerne einfach zertreten. Realistic Torches. Diese Mod macht Fackeln in Minecraft so realistisch, dass es schon fast wieder nervig ist und man doch lieber direkt andere Lichtquellen nutzt. Fackeln sind jetzt nämlich nicht mehr standardmäßig an und bleiben es auch für immer, sondern wir müssen sie erstmal mit einem Feuerzeug anzünden und zweitens gehen Fackeln nach einer Weile von alleine wieder aus, wodurch man sie wieder anzünden muss. Noch ein Problem ist, dass Fackeln jetzt auch durch Regen ausgehen können, also sollte man da auch immer darauf achten, dass die irgendwie überdacht sind. Ich glaube, ihr versteht schon, was das für Probleme mit sich bringt, also mal eben eine ganze riesige Fläche für Mausleuchten? Nee, ist nicht mehr. Dafür muss man immer schön aktiv hinterher sein. Hungry Pigs. Schweine fressen ja eigentlich so gut wie alles und mit dieser Mod ist das in Minecraft ganz genauso. Egal, was ihr euren Schweinen hinwerft, es wird sauber verputzt, also zumindest solange es irgendwas zum Essen ist. Also Steine essen die trotzdem nicht, dafür aber gerne auch mal das Fleisch ihrer eigenen Kollegen.
Brickthrow, die habe ich erst kürzlich in einem Shorts-Video vorgestellt und ich weiß nicht warum, aber irgendwie feiere ich diese Mod extrem. Man kann mit der einfach nur Ziegel herumschmeißen und die Teile machen tatsächlich sogar Glas kaputt. Ich würde es auf jeden Fall mega geil finden, wenn das mal so in Vanilla Minecraft drin wäre. Ich glaube zwar nicht, dass es passieren wird, aber ich stelle es mir schon mega lustig vor, mal so ein paar Fenster random bei Freunden einzuschmeißen. Boiling Water. Mit dieser Mod fängt Wasser an zu kochen, wenn es zwei Blöcke über Feuer oder Lava ist, wodurch es dann doch etwas zu heiß zum Baden wird. Man kann es dadurch zwar ganz gut für Fallen nutzen, aber mit dieser Mod ist Wasser dafür einfach nicht mehr so sicher, wie es sonst immer ist. Pesky Seagulls. Diese Mod fügt erstmal nur Möwen zu Minecraft hinzu, was eigentlich nichts Besonderes ist. Aber die Viecher wurden wirklich, ganz im Sinne des Videos, zu realistisch gemacht. Wenn ihr nämlich in der Nähe von denen seid und etwas zum Essen in der Hand haltet, nun ja, sagen wir so, ihr habt nicht mehr lange was zum Essen in eurer Hand. Die klauen euch das nämlich direkt aus den Pfoten. Und nicht nur das, die fressen das dann auch noch vor euren Augen weg. Zum Glück kann man aber, wenn man schnell genug ist, mit Rechtsklick das Essen wieder aus dem Schnabel reißen, aber ja, wer will das dann noch essen? Realistic Fire Spread. Durch diese Mod können brennende Entities Blöcke in der Umgebung entzünden. Das heißt für uns, erstens, wir können nicht mehr so einfach irgendwelche Schweine in unseren schönen Holzhütten grillen, weil wir danach sonst keine schöne Holzhütte mehr haben. Und zweitens wird die Flammeverzauberung um den netten Nachteil erweitert, dass wir damit nicht mehr blind durch Wälder schießen können, weil die Pfeile eben Blätter und Holz entzünden können. Ganz ehrlich, irgendwie feiere ich die Mod tatsächlich sogar, weil das dann doch irgendwie schon so ein geiles Feeling gibt, wenn die Feuerpfeile auch wirklich Feuerpfeile sind und damit dann auch dafür sorgen können, dass ein paar Villager heute Nacht draußen schlafen können. They are multiplying. Wieso kann man eigentlich alle Tiere so züchten, wie man möchte, aber die ganzen bösen Mobs nicht? Das hat sich der Ersteller dieser Mod gefragt und mal eben das ganze Breeding-System auf Zombies, Slimes und Phantome übertragen. Und nein, Skelette lassen sich nicht breeden und ihr solltet eigentlich auch genau wissen, warum. Wie auch immer, die aufgezählten Mobs lassen sich auf jeden Fall züchten, wodurch man sich endlich Baby-Zombies selber züchten kann. Ich meine, wer liebt sie denn bitte nicht? Cooler Culinary Cake Crafting. Durch die können wir Kuchen nicht mal eben in einem Schritt craften, sondern müssen ihn wirklich Stück für Stück zubereiten. Als erstes muss der Teig angerührt werden, danach muss der Teig kurz in den Ofen, wodurch wir dann einen unfertigen Kuchen haben und danach fehlt natürlich noch die Glasur, also auch kurz die herstellen und zum Schluss fehlen dann noch ein paar Beeren für die Krönung. Eine ganz coole Idee, die Mod aber sonst noch so reinbringt, ist, dass wir den Kuchen jetzt mit einem Schwert anschneiden können, wodurch man sogar unterwegs naschen kann. Better Punching. Ganz im Sinne des Videos macht diese Mod Punching nicht wirklich better. Stattdessen könnt ihr mit bloßen Händen jetzt kein Holz mehr abbauen, weil ihr dann Splitter in eure Pfoten bekommt und genauso lässt sich Glas nicht mehr einfach so abbauen, weil wir uns daran natürlich schneiden und anfangen zu bluten. Damit wir trotzdem irgendwie an Tools kommen, wurde eine neue Anfangsstufe ins Game gebracht. Und zwar solche Werkzeuge hier aus Flint. Man darf jetzt also erstmal schön die Welt nach Flint durchsuchen, um dann loslegen zu dürfen. Realistic Fishing. Mit der ziehen wir Fische nicht direkt tot aus dem Wasser rein in unser Inventar, sondern stattdessen lebt der Fisch noch und wir müssen ihn erstmal so zu Filet verarbeiten. Finde ich tatsächlich sogar eine echt coole Idee, auch wenn bestimmt einige die Mod nicht mögen werden, weil sie einen mehr oder weniger sinnlosen Extraschritt beim Angeln hinzufügt. Aber hey, so läuft's halt, wenn Minecraft zu realistisch wird. Und jetzt zum Schluss noch eine Mod, die es mit dem Realismus in Minecraft wirklich auf die Spitze treibt. Denn mit dieser Mod kann man das Game wirklich hautnah erleben. Die Rede ist natürlich von Vivecraft, durch die wir Minecraft in VR zocken können. Und ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass das irgendwie überhaupt nicht klappt oder keinen Spaß macht. Ganz im Gegenteil, es macht tatsächlich ziemlich Spaß. Man kann richtig mit den Händen abbauen und je stärker man haut, umso schneller kriegen wir Blöcke kaputt. Man kann ziemlich gut mit einer Elytra rumfliegen, was jetzt nicht unbedingt zu empfehlen ist, weil einem da wirklich schwindelig werden kann. Und man kann endlich Villager-Nasen in ihrer vollen, riesigen Pracht betrachten, wodurch mir jedes Mal warm ums Herz wird.